Kanon-Epilog. Zusammen. Für immer. Fandas Sicht. All der Schmerz schwand dahin. Als ich meine Augen öffnete, sah ich Dunkelheit. Hin und wieder erschien ein regenbogenfarbenes Licht, welches sich durch den Raum bewegte. Vor mir war ein riesiges Tor. Eine Stimme war zu hören. Sie wirkte mächtig und doch beruhigend. Du bist also wahrlich erschienen. Ich erwartete dich bereits, mein Junge. Ich war verwirrt darüber, wo ich war. Das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, war mein Sturz. Im nächsten Moment war ich hier. Wo bin ich? Du, mein Junge, bist an einem Ort jenseits der Welten. Hier gibt es weder Raum noch Zeit. Es ist der Ort, den ein Pokémon bei seinem Tod erreicht. Also war ich erfolgreich, dachte ich. Irgendwie ist es ironisch. Einmal in meinem Leben habe ich Erfolg. Das Einzige, was ich schaffte, war es, mein Leben zu beenden. Was mich angeht, mein Name ist Arceus. Ich bin der Erschaffer und der Wächter über das Tor des Jenseits. Ich will ehrlich sein, ich hatte nie an Arceus geglaubt. Nach allem, was mir im Leben geschehen war, konnte es unmöglich einen Gott geben, so dachte ich. Wenn du wirklich ein Gott und Wächter bist, wieso hast du nichts getan? Wenn du der Erschaffer bist, wieso geschehen dann solche Dinge? Lüg mich nicht an. Wenn es einen Gott gäbe, wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Manche würden wohl denken, ich wäre verrückt. Ein einziges Mal hatte ich die Chance, mit Gott selbst zu reden. Und ich beschimpfte ihn. Doch er wirkte nicht zornig. Es tut mir leid, was geschehen ist, mein Junge. Doch leider bin ich nicht mehr als der Wächter des Jenseits. Ich kann nicht tun, was ich möchte. Und außerdem, stelle dir eine Welt ohne Schmerz und ohne Böses vor. Wie könnten wir das Glück schätzen, wenn es nichts anderes gäbe? Doch ich versichere dir, manche haben mehr Glück, manche weniger. Doch niemand hat nur Pech. Niemand wird nur verletzt. Das stimmt. Ich hatte das Glück, jemand ganz Besonderen zu treffen. Und trotzdem hast du Unrecht. Das Leben wollte mir nur Hoffnung geben, um mir am Ende wieder alles zu nehmen. Das Leben half mir nur, um mich erneut zu verletzen. Esti hatte recht. Ich habe einen Fehler gemacht, als ich vertraute. Doch nicht anderen Pokémon, sondern dem Schicksal. Ich kann nur wiederholen, wie leid es mir tut. Doch auch du hast Fehler gemacht. Weißt du, weshalb jeder an diesen Ort gelangt? Woher sollte ich? Das war tatsächlich mein erstes Mal. Trotz meiner Genervtheit und meiner Wut blieb Arceus weiterhin ruhig. Nach dem Tod wird über jedes Pokémon gerichtet. Alles, was sie taten, jede Entscheidung, die sie trafen, ich werde sie beurteilen. Abhängig von meiner Entscheidung werden sie entweder den ewigen Frieden im Jenseits finden oder sie werden verflucht. Ihre Seelen werden im Void gefangen gehalten. Sie werden den Verlauf der Welt betrachten können, müssen. Sie werden einsam in die Ewigkeit verbannt werden. Eine weitere Sache, an die ich nie geglaubt hatte, das Gericht am Ende des Lebens. Ich wusste bereits, was geschehen musste. Ich wollte die Welt für immer verlassen, doch nun würde ich sie für immer beobachten müssen. Arceus spürte diese Angst sofort. Fürchte dich nicht, mein Junge. Ich sehe keinen Grund, dich zu bestrafen. Ich war überrascht. Wirklich. Trotz allem, was ich getan habe. Du hast dies bereits einmal gehört. Jedes Pokémon macht Fehler. Was wirklich wichtig ist, ist, dass wir lernen, sie zu bereuen. Natürlich erinnerte ich mich an diese Aussage. Es war, was Fate mir gesagt hatte, nachdem sie die Wahrheit über mich herausgefunden hatte. Du wurdest vom Leben verletzt und du hast Fehler gemacht. Doch wie dieses weise Mädchen dir einst sagte, es geht nicht immer um die Fehler, die man macht. Und du hast mehr erreicht, als du dir selber zugestehst. Ohne dich wäre die Welt nun zerstört. Ich werde dich nicht bestrafen. Im Gegenteil. Du bist nicht der Erste, den ich hier so treffe.
Hier durch derartige Gründe. Und diejenigen, die sich von Verzweiflung haben steuern lassen, ich kann ihnen eine zweite Chance geben. Wenn ich sehe, dass sie gute Pokémon sind, dann lasse ich ihnen eine Wahl. Auch du wirst diese Wahl treffen können. Tritt durch dieses Tor und lasse die Sterblichkeit ein für allemal hinter dir. Tritt ein in die Ewigkeit oder kehre zurück ins Leben. Wieso? Wieso sollte ich nun zurückkehren? Wenn ich mein Leben wollen würde, dann wäre ich jetzt nicht hier. Lass mich dir etwas erzählen, mein Junge. Du warst blind in deinem Zorn, in deiner Trauer, in deinem Schmerz. Denke noch einmal über dein Leben nach. Gibt es wirklich niemanden, der sich sorgt? Vor meinen Augen begann ich Bilder zu sehen. Bilder meines Lebens. Ich sah mich und Inferno, als wir endlich Frieden schlossen. Ich sah G an dem Tag, als ich zurückkehrte. Er saß nur dort, lächelte und erklärte mir, dass ich frei sei. Ich sah selbst Leute, die ich nur selten gesehen hatte. Metro Villages Ladenbesitzer, meine Nachbarn. Ich hatte mit keinem von ihnen je viel gesprochen. Doch war ich nicht irgendwo auch Teil ihres Lebens? Und denke auch an diejenigen, die du verloren hast. Was denkst du? Würden sie wollen, dass du stirbst? Ich drehte mich um, um etwas Elementares zu sehen. Hinter mir standen zwei transparente Figuren. Sie sahen aus wie Geister und schienen mich beide nicht zu bemerken. Sie sprachen miteinander, wobei beide todtraurig wirkten. Sie waren ein Vulpix und ein Nachtara. Das Vulpix sah schrecklich aus, als könnte es nicht fassen, was ihm zugestoßen war. Das Nachtara sah körperlich schwerer verletzt aus als innerlich. Sein Körper war voller Kratzer und Verletzungen. Was, wenn es zu spät ist? Das Vulpix war fällt. Wir können nicht mehr tun, als zu hoffen. Vielleicht, nur vielleicht gibt es doch noch Hoffnung. Even. Ich ging an die Stelle, an der die beiden standen. Als ich ihnen sehr nahe kam, konnte ich schwören, dass Even mich sah. Er drehte sich um, sah mir in die Augen und schüttelte den Kopf. Nein, das muss ich mir eingebildet haben. Es gab immer noch Pokémon, die sich um mich sorgten. Auch Fate und Even, auch wenn sie fort waren. Sie wollten, dass es mir gut ginge. Doch wenn ich mein Leben nun hinter mir lassen würde, mein Leid würde endlich enden. Vom Leben kam nie etwas Gutes. Und wenn ich nun das Tor durchschreiten würde, wäre ich wieder mit ihnen vereint. Wir wären wieder vereint. Ich würde mein Versprechen an Fate halten. Selbst der Tod würde uns nicht trennen. Bitte triff deine Entscheidung, mein Junge. Es war Zeit für eine letzte finale Entscheidung. Ein letzter Gedanke und es war entschieden. Seltsame Geräusche drangen mir in die Ohren. Sie waren das Erste, was ich bemerkte, als mein Bewusstsein langsam zurückkehrte. Die Schmerzen kehrten alle zurück, doch dieses Mal eher in physischer als in psychischer Form. Ein letztes Mal hörte ich Arceus Stimme. So soll es sein. Ich versichere dir, du wirst diese Entscheidung nicht bereuen. Es war die richtige Wahl. Lasse die Vergangenheit nun hinter dir. Beginne ein neues Leben. Lebe wohl und lange, mein Freund. Es zerrte bereits sehr an meinen Kräften, meine Augen zu öffnen. Ich lag in einer Art Krankenhausbett. Eine merkwürdige Maschine stand neben mir, die eindeutig die Quelle der Geräusche war. Niemand sonst war hier. Ohne etwas anderes tun zu können, blieb ich liegen. Schon bald hörte ich, wie sich eine Tür öffnete. Eine Stimme ertönte, die ich bereits einmal gehört hatte. Damals, als wir nach Gavins Angriff hier waren, damit Feld versorgt werden konnte. Sie gehörte der Krankenschwester Shanera. Als sie den Ausschlag der Maschine sah, wirkte sie überrascht. Wie ist es möglich? Sie setzte sich an die Bettkante und versuchte mit mir zu sprechen. Bist du wirklich wach, Fanda? Ich versuchte zu antworten, doch es kam nur ein trockenes Husten aus meiner Kehle. Diese Antwort reichte jedoch völlig. Unfassbar. Ich dachte, wir hätten dich verloren. Es ist ein Wunder. Also, du hast es vielleicht bemerkt, aber du bist gerade im Metro Village Krankenhaus.
Du bist bestimmt seit 3 Wochen hier. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber... Du solltest dich ausruhen. In ein paar Tagen wird es dir besser gehen. Die nächsten Tage waren ziemlich langweilig. Ich tat nichts außer herumzuliegen. Ich sah nie jemanden außer Shanira. Aber es ging mir besser. Ich war schwer verletzt, hatte aber schnell die nötige Energie zum Sprechen angesammelt. Mental war ich wieder voll im Leben. 6 oder 7 Tage später stellte Shanira mir eine Frage. Ich sehe, dass es dir bereits deutlich besser geht. Glaubst du, dass du ein paar Besucher empfangen kannst? Es gibt ein paar Leute, die dich gerne sehen wollen. Vor allem natürlich deine Retterin. Ich wurde gerettet? Ja, sie hat dich hergebracht. Wenn das nicht geschehen wäre, wärst du längst tot gewesen, bevor wir dir hätten helfen können. Und auch ein paar andere Freunde wollen dich besuchen. Andere Freunde? Ein seltsamer Gedanke für mich. Aber noch wichtiger war, wer hatte mir das Leben gerettet? Es gab nur eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten. Ja, ich denke, ich fühle mich dazu in der Lage. Das ist doch gut. Ich werde deiner Retterin Bescheid geben, sodass sie morgen hier zu Besuch kommen wird. Meine Retterin. Es war irgendwie ironisch. Diese Reise hatte damit begonnen, dass ich zu Fates Retter wurde. Und nun, am Ende dieses Abenteuers, war ich es, der gerettet wurde. Der nächste Tag kam schnell. Ich war wirklich gespannt herauszufinden, wer mich gerettet hatte. Ich hatte absolut gar keine Idee. Hätte Shanira nicht explizit von einer Retterin gesprochen, hätte ich auf Jill getippt. Aber sonst? Eigentlich musste es Inferno sein. Oder jemand, den ich nicht persönlich kannte. Doch als sie kam, verstand ich die Wahrheit. Ich verstand, was Arceus meinte. Weshalb ich meine Entscheidung für eine lange Zeit bereut hätte, hätte ich sie anders getroffen. Es war 11 Uhr vormittags, als sie ankam. Ich hörte bloß, wie die Tür sich öffnete. Bevor ich mich umdrehen und sehen konnte, wer es war, fühlte ich, wie mich jemand tackelte. Ich weiß, dass es kein Tackle, sondern eine Umarmung sein sollte, aber in meinem Zustand schmerzte es ziemlich. Aber als ich sah, wer mich umschlungen hatte, änderte sich dies. Fate? Bist du das? Bitte, tu sowas nie wieder! Ich verstand absolut nicht, was geschah. Was ist passiert? Bin ich etwa doch gestorben? Eine andere Stimme antwortete aus dem Türrahmen. Nein, du bist genauso im Leben wie ich und Fate. Die Quelle dieser Stimme war in Nachtara. Even. Even? Du auch? Das kann nicht sein. Was ist passiert? Ihr seid beide gestorben. Und ich hatte Angst, du weißt es auch. Ich hatte so eine Angst um dich. Aber wie? Wie seid ihr beiden hier? Sie begann mir zu erklären, was geschehen war. Also ich meinerseits bin nie gestorben. Jetzt warte doch mal. Ich habe doch deinen toten Körper gesehen. Wie kann es sein, dass du nicht gestorben bist? Du hast nur meinen Delegator gesehen. Ein Delegator? Ich wusste nicht einmal, dass Even diese Attacke beherrschte. Trotz allem bin ich nicht dumm. Als ich Tyrant bekämpft habe, habe ich versucht, Zeit zu schinden, womit ich nach meiner Entwicklung auch viel Erfolg hatte. Als auf einmal Licht überall aufblitzte, entschied ich mich zu fliehen. Ich war mir sicher, dass ihr es geschafft hattet. Also nutzte ich bei nächster Gelegenheit Delegator. Ich versteckte mich in den Büschen und floh. Da ich einiges abbekommen hatte, reiste ich in ein nahegelegenes Dorf und hoffte, dass ihr beiden in Ordnung wart. Als ich 1 oder 2 Wochen später gehört hatte, was hier los war, kam ich so schnell ich konnte. Als ich ankam, warst du bereits hier. Wenn ich da schon hier war. Hast du mich gerettet, Fate? Ja, als ich zurückkehrte, fand ich mich am Strand wieder. Ich war ziemlich verwirrt, aber ich realisierte, dass ich wieder hier war. Und als ich dem Strand folgte, fand ich dich, du warst unfassbar schwer verletzt. Ich dachte, du machst das nie wieder. Sie klammerte sich noch fester an mich. Ich ignorierte meine Schmerzen und erwiderte ihre Zuneigung. Das werde ich nicht. Ich verspreche es. Ich habe die Wahrheit verstanden. Ich werde nicht wieder gehen. Arceus hat mir die Wahrheit gezeigt. Arceus? Du meinst den Arceus? Du weißt schon, Gott? Auch Fates Griff wurde in ihrer Überraschung etwas lockerer.
Bist du ihm etwa nicht begegnet, Fate? Nein? Wieso sollte ich Gott treffen? Aber wenn, dann wie? Naja, auf jeden Fall. Ja, ich habe ihn getroffen. Er sagte mir, dass er über alle Pokémon, die sterben, richtet. Er kannte mich. Er zeigte mir, was ich zu blind war zu sehen. Ich habe auch euch beide gesehen. Dann habe ich mir das nicht eingebildet. Was eingebildet? Als ich versuchte, Fate zu beruhigen, als du ohne Bewusstsein warst und Shanera sagte, dass sie nicht mit deinem Leben rechnete, da hatte ich mir eingebildet, dich kurz zu sehen. Vielleicht habe ich das ja wirklich... Er wirkte sehr gedankenversunken. Ich beendete einfach meine Erklärung. Arceus gab mir die Wahl, ins Leben zurückzukehren. So wie jedem, der versucht, Selbstmord zu begehen. Ja, aber... Fate, was ist mit dir passiert, wenn Arceus dich nicht zurückgebracht hat? Wer dann? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich erinnere mich nur daran, in einer Art endlosen Nichts zu schweben. Irgendwann ertönte eine Stimme. Sie sagte mir, dass ich diese Existenz nicht verdient hätte. Und dass es Pokémon gäbe, die mich bräuchten. Und dann bin ich am Strand erwacht. Niemand verstand es wirklich. Aber es war egal. Es gab nun Wichtigeres. Nach allem, was geschehen war, hatte unser Abenteuer doch noch ein gutes Ende genommen. Wir alle waren am Leben. Wir alle waren vereint. Ich hatte die Wahrheit über mich selbst herausgefunden. Diese Reise war eine abenteuerliche. Ich überkam meine Depression, fand Freunde, Vertrauen und Liebe. Die Welt war wieder ein sicherer Ort. Eine lange Zeit später. Vieles ist in den vergangenen Monaten und Jahren geschehen. G war nur noch selten in Metro Village. Für seine großartige Arbeit gegen die Sklaven war er zu einem Mitglied der kontinentalen Polizei befördert worden. Even hatte eine Freundin gefunden, mit der zusammen er anscheinend glücklich war. Wir sahen ihn seit seinem Umzug nur noch sehr selten. Er hatte sich einen neuen Job gesucht und war glücklich in seinem Leben, zusammen mit seiner Freundin. Die beiden passten zusammen wie die Faust aufs Auge. Nach Tara und Psyana. Ein Traumpaar. Meine Schwester lebte ein ruhiges Leben in unserem Geburtsdorf Silberdorf. Ich und Fate waren gemeinsam glücklich. Heute, wenn ich dies schreibe, war wieder ein besonderer Tag für uns. Den ganzen Tag über verbrachte ich meine Zeit mit meiner Liebsten. Wir machten einen Ausflug und gingen am Abend in ein gutes Restaurant zu essen. Bei Sonnenuntergang kamen wir bei unserem Cliff an. Hattest du einen schönen Tag, Fate? Es war wunderschön, nur... Hat es irgendeinen besonderen Grund, dass wir heute all dies gemacht haben? Ich war ziemlich amüsiert. Ich hatte nicht erwartet, dass du dich erinnerst. Heute, vor genau 3 Jahren, war der Tag, an dem ich dich gefunden habe. Da du nichts derartiges wie einen Geburtstag hast, dachte ich mir, dass es Sinn ergeben würde, ihn heute zu feiern. Sie sah mich überrascht an. Wirklich? Ich hatte keinen Plan. Und du hast dich wirklich daran erinnert? Sie drückte sich an meine Seite. Natürlich habe ich das. Und außerdem... Ich habe auch noch etwas für dich. Sie wirkte etwas beschämt. Oh, wirklich? Das wäre doch nicht nötig. Natürlich ist es das. Ich wurde etwas nervös. Ich blickte noch einmal in den Sonnenuntergang. Wir kennen uns inzwischen schon eine ganze Weile, nicht? 3 Jahre. Der Tag, an dem ich dich damals fand, änderte mein Leben von Grund auf zum Positiven. Langsam drehte ich mich zu meiner Geliebten und sah ihr in die Augen. Wenn du nicht gewesen wärst, dann hätte ich nie gewusst, wie sich Freude anfühlt. Ich hätte niemals Liebe gekannt. Ich hätte meine Fehler nie wieder gut machen können, wenn du nicht gewesen wärst. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendetwas hiervon je möglich wäre. Ich hätte nie gedacht, dass mir jemals irgendjemand so viel bedeuten würde. Ein letztes Mal atmete ich tief durch, als ich mein Geschenk herauskramte. Und deswegen will ich dich fragen, Fate, willst du mich heiraten? Für einen Moment schien die Zeit wie eingefroren. Wir sahen einander in die Augen, bis Fate mich in einen leidenschaftlichen Kuss zog. Ja, es gibt nichts, was ich lieber täte.
Was wird die Zukunft uns bringen? Wer weiß. Aber ich bin mir sicher, egal was passiert, gemeinsam werden wir es durchstehen. Gemeinsam. So, wie wir es sein sollen. Zusammen. Für immer.